Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Wir machen heute mit Isaac einen Hard Run Richtung Mega Saturn. Wieder mit Start bis Item Raum. Ihr kennt das. Hat ja gestern oder vorgestern gut geklappt. Momentan habe ich wieder halbwegs gute Runs teilweise. Okay, wir dürfen wieder keine Devil Deeds nehmen. Den Pupula Duplex nehmen wir doch mal und fangen damit an. Ich glaube, der macht keinen Damage ab, aber ist ganz cooler Anfang, weil die Träne schon mal anders ist. Andere Tränen am Anfang sind immer ganz gut, damit treffe ich besser. Und kann sich auch was Cooles draus entwickeln. So. Hoffentlich wird der Run gut. Ne? Hoffen wir ja immer. Ja, die nehmen wir erstmal mit, die Isaac's Fork. Wenn wir getroffen werden, können wir uns selbst heilen mit etwas Glück. Was wir natürlich nicht hoffen, dass wir getroffen werden, denn wir wollen ja Deals haben. Devil Deals. Als erstes natürlich ein Devil Deal und dann auf die Angel Deals gehen. Die hoffentlich nicht rumspinnen und einfach nicht kommen. Habe ich jetzt... Sind die durch Steine gehend? Bin ich... Oh, okay. Das wusste ich noch nicht, dass der Pupula Duplex das kann. Aber das ist cool. Das macht ihn noch wertvoller, als ich schon gedacht hatte. Also so wertvoll habe ich ihn dann doch nicht eingeschätzt. Dass er durch Steine schießen kann, ist sehr, sehr, sehr gut. Also, was will ich mehr? Jetzt brauche ich nur noch mehr Damage. Das will ich mehr haben. So. Hallöchen. Death? Nee, das ist nicht Death. Das ist... Wer bist du? Das ist nicht Death. Das ist... Oh, wer warst du nochmal? Hier gibt es auf jeden Fall ein Meatball oder ein Bandage Girl. Meatboy oder Bandage Girl. So. Darfst dein Pferdchen verlieren? Bist du? Nein, Pestilenz ist grün. War ist rot. Death ist der Weiße. Der mit dem Totenkopf, mit den Sensen. Wer bist du denn nochmal? Ich habe deinen Namen vergessen. Hätte ich am Anfang ja lesen können, aber... Ja, Wayne. Und nicht treffen lassen, das wäre ganz cool. So. Bandage Girl. Okay. Fände es lustig, wenn Bandage Girl und Bandage Boy kommen könnten, dann wäre natürlich die Chance sehr gering, dass man den zusammenbaut. Aber es wäre lustig. Irgendwie. Dann hätte man mehrere Kugeln um sich herumfliegen. Aber wahrscheinlich geht das vom Spiel halt aus, nicht? So, zwei Bomben. Nice. Keine Map am Start. Ist natürlich wieder dumm. Oh Gott. Ich hasse Fliegen, die auf einen Zug kommen. Also vor allem die gelben, weil die schneller sind als die roten. Und in Massen vorhanden sind. Da schon wieder. Ich meine, das sind angenehme Gegner, weil die schnell weg sind. Aber wenn der Raum doof aufgebaut ist, hat man echt schlechte Karten manchmal. Noch ein Schlüssel, sehr gut. Das heißt, noch ein. Überhaupt erstmal ein Schlüssel. Oh, bitte. Natürlich. Der zweite ist bestimmt auch kacke, oder? Nein, gibt Bomben. Okay, dann können wir den mal sprengen hier, den Dude. Gibt uns Geld. Und wir kommen hier an eine Kiste. Mit noch mehr Geld. Kann man ja schon fast in den Shop gehen. Oh, der Raum ist kacke. Dankeschön. Oh, nicht getroffen werden von so einem Champion-Gegner. Das tut immer sehr weh. Sehr gut. Noch ein Schlüssel. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Weil runter scheint ja der einzig wahre Weg zu sein. Oh, fuck yeah. Das ist sowas von der einzig wahre Weg. Ich könnte mir jetzt zwei Kisten holen. Ich könnte aber auch erstmal warten. Ja, ich warte noch, bis ich den Itemraum geöffnet habe. Magst du explodieren? Kannst du was spawnen? Ich bin mir unsicher. Du kannst nur die Fliegen rauslassen, die du sowieso rauslässt. Okay. Und du darfst bitte... Hallo. Gott, was da rauskommt. Ah, noch ein Schlüssel. Nice. Der D-100. Nee. Trail of Tears. Nee. Nee und nee. Die Zecke. Nee. Oh Gott. Vielleicht hier wird den nochmal gerollt, da den Trail of Tears. Oder auch nicht. Scheiße, ich habe sie doof gelegt. Also, ich hätte sie so legen können. Mich hier mittig. Dann gehen nämlich beide drauf.
So. Ich hätte eine Bombe mehr haben können. Oh, warte mal. Ich muss hier so an euch vorbei tänzeln. Danke, dass du mich wegpupst. Sehr angenehm. So, ist der andere, ist der Körper da jetzt gerade in der Flamme gelaufen? Das ist immer gut, wenn das passiert. Oh, nicht in die Flamme lennen. Lennen, da kann ich schon fast kein R mehr sprechen bei dem ganzen Stress. So. Okay, nice. Wir haben es überlebt. Wie auch immer. Kriegen wir nochmal den... Ich glaube nicht, dass wir den Würfel nochmal aufgeladen kriegen, aber wir können es versuchen. Du hast nur eine grüne Suppe unter dir, ne? Was anderes... Oh, und eine Pille raus. Okay. Hoffentlich ist die gut. Wehe, die ist nicht gut. Oh, geil. Nein, Amnesia, aber wir haben ja eh gehabt. Amnesia. So, warte mal. Ich meine, es wäre nicht schlimm, wenn wir keine Aufladung hinkriegen, aber es wäre praktisch, wenn wir eine hinkriegen. Denn wir würden uns die Batterie sparen. Aber ich glaube, wir kriegen keine mehr hin. Nee. Das ist schade. Mit dem Boss auch nicht mehr. Habe ich noch irgendeinen Raum übersehen? Ich glaube nämlich nicht. Das wäre so die einzige Chance. Oder der Geheimraum würde verschlossen werden. Das wäre so ein guter Geheimraum, wo die Mamhand runterkommt. Dann würde ich auch noch eine Aufladung bekommen. Ah, vielleicht finden wir den ja. Da ich zu Megasatan muss, habe ich unendlich Zeit. So, warte mal. Zack. So, wo kann der andere Geheimraum denn sein? Er kann hier rechts sein. Er ist wahrscheinlich... Warte, hier ist der. Also, dann kann er hier sein. Ist er aber nicht. Jetzt habe ich es gesammelt, obwohl ich nicht wollte. Egal. Bis ich den gefunden hätte, hätte es eh gedauert. Okay, dann gehen wir nochmal das Item rerollen, was wir da oben haben. Und hoffentlich was Cooles rauskriegen. Ne Spritze. Das ist doch schon mal Speed und Shot Speed Up. Das ist sehr gut. Ein Damage wäre mir lieber gewesen. Aber das ist auch okay. Damit kann ich auch arbeiten. Und wir kriegen Little Horn. Aber wir haben ja Shot Speed Up. Das heißt, wir schießen schnell. Nice. Habe ich auch noch nicht so oft geschafft, die Bombe dahin zu schieben. Ah, versucht er mich mit Löchern abzuspeisen. Du schießt gerade ganz schön auf diese Kackkugel. Hör mal auf. So ein Devil Deal. Okay. Ghost Baby will ich eh nicht haben. Oh, ich mach keinen Damage, ey. Gut, vergessen wir das HP ab nicht. Und jetzt komme bitte mit Angel Deals. Curse of the Unknown. Okay. Ah, ich hasse diese Räume. Da will ich nicht rein, da darf ich auch nicht rein. Ohne Holy Shield. Ein Holy Shield im Itemraum, das würde wieder so viele Möglichkeiten aufmachen. So Richtung Curse, also Sacrifice Rooms und so. Das wäre wieder super. Aber ich glaube nicht dran. Das ist cool. Das ist auch cool mit der Batterie hier. Die lassen wir mal liegen. Ich hoffe, dass ich jetzt schnell den Itemraum finde. Ich finde auf jeden Fall schnell den Bossraum. Das ist halt auch mal was Cooles. So, ihr könnt kotzen. Ich muss aufpassen. Genau das. Ich gehe mal aus der Ecke raus, bevor er mich hier ankotzt. Hau ab! Alter, war das knapp. Okay, den Boss will ich noch nicht machen. Da ist der Itemraum. Okay, nice. Und genau mit einem Raum verknüpft, wo wir auch schön die Aufladung rausholen können. Hey, ihr mit euren Kack-Maden-Köppen. Man kann euch nie treffen, frontal. Mann. Und ich muss aufpassen. Höllisch. Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Wie oft man euch denn treffen muss. Das ist so ekelhaft. Wie oft muss man euch denn treffen? Ey, die sterben alle nicht, ne? Das ist gerade... Okay, crazy. Crazy. Okay. Okay. Gut. Wir arbeiten uns langsam ans Ende. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Oh Gott. Und noch eine Batterie. Nice. Nee. Nee. Aber die hebe ich einmal auf.
Das Doctor's Remote. Oh ja, Set Onion. Das ist cool. Theoretisch können wir uns jetzt einfach mal die Batterie mitnehmen. Und den Boss machen. Die Ebene einfach schnell hinter uns bringen. Und einmal das Item rebauen, wenn es zum Beispiel nur ein HP-Up ist. Oder eine Box. Oder die Krone, die ich auch nicht brauche. Gibt hier einige Sachen, die man nicht will beim Boss. So. Eieiei. Ich würde nicht getroffen werden. Ich habe nämlich, glaube ich, keine blauen Herzen, ey. Der ist aber auch unterwegs hier gerade, ne? Der ist richtig schnell. Die möchte ich allerdings. Ranger und Luck-Up ist cool. Ich gehe weiter. Ein bisschen Zeit sparen. Ja, ich könnte ihm... Ich habe eigentlich Zeit. Warum bin ich so schnell durch? Das ist echt ungewohnt. Ich will mir halt die Möglichkeit offen halten, aus dem Boss Rush was rauszuklauen. Das ist, glaube ich, so das, was ich immer vorhab. Diese ganze Haschmacherei und so, die macht einen echt kirre. Wurde übrigens getroffen, aber ich habe blaue Herzen, sehe ich gerade. Das ist gut. Bin erleichtert. So. Eine Batterie. Cool. Ich chill jetzt einfach. Wow. Ich chill jetzt einfach. Lass mal einfach mal ein bisschen Zeit. Du bist nicht so eine blaue Made. Du platzt trotzdem in Tränen auf, ne? Ja, okay. Ich hätte gerne den Item Round mal schnell. Damit ich hier nicht so viele Räume verliere. Wegen Rerollen. Hätte auch ruhig jetzt hier kommen können. So, geht mal alle nach hinten da. Alle nach hinten. Alle weg von mir. Wenn man die immer nach hinten treibt. Kann mal einer von euch eine Bombe verlieren? Du da, oder? Du verlierst eine Bombe. Oder verlierst du nur Spinnen? Du verlierst nur Spinnen. Na, okay. Du? Nee, du auch nicht. Die, die weinen, verlieren Spinnen, ne? Bomben. Ah, ich glaube schon. Hm, na gut. Hi, Maze. Danke, dass du mich einen Raum weiterbringst. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal zurück, weil hier könnte auch der Itemraum sein. Doofes Spiel, ey. So. Stirbst du bitte? Danke. Du auch? Sehr gut. Und tschüss. Oh Gott. Und da hoch. Nix. Okay. Warum denn? Warum denn solche Räume? Dankeschön. Oh mein Gott, ich hasse die Dudes. Ich hasse sie, echt. Mein Gott. Und ein Schlüssel. Hey, den hatte ich ja noch gar nicht. Stimmt. Na, komm, mach mal. Hallo. Danke. Ja, wo ist er denn? Der Geheimraum. Der Geheimraum, sag ich. Der Itemraum. Wow. Ah, der Shop ist offen. Das ist natürlich immer geil, wenn das passiert. So, warte mal. Das gekauft. Das einmal gekauft. Einmal benutzt. Wir kriegen Maggie's Faith. Faith, Faith, Faith. Das ist cool. Wir können das da rerollen. Kriegen... Hive Mind... könnten eine Batterie... Hier, Hierophant. So, warte. Boah, ich hasse es. Okay. Haben jetzt einmal den Bossraum gefunden. Das ist natürlich cool. Aber ich will ja den Item rauchen. So. Sehr gut. Ich mache halt kein Damage. Ich brauche Damage-Items. Ich brauche Damage-Items. Nice, gutes, nicht so gut. Oh, okay. Bringt mir jetzt gerade weniger. Pretty Fly, Amnesia. Balls of Steel, fast ausschließlich gute Pillen. Friends to the Ants sind Fliegen. Ich hätte fast Amnesia genommen. Question marks? Question marks? Ich habe keinen Schlüssel mehr.
Wofür habe ich den benutzt? Hat der mir einen Schlüssel abgezogen, weil ich in den Shop reingekommen bin? Nee, oder? Habe ich eine Kiste geöffnet? Das kann natürlich sein. Scheiße. Scheiße. Scheißendreck. Das ist echt Scheißendreck. Mal gleich mal gucken. Wenn ich hoffentlich einen Angel... Eine Bombe habe ich. Okay, eine Bombe hätte ich. Das ist gut. Ich habe ein bisschen am Zweifeln. Kann ich mir einen Schlüssel oben kaufen im Shop? Ah, okay. Mein Gott, du nervst. Du bist so ein nerviger Typ. Cozy. You feel cozy. Jacke. Auch cool. Und auch cool. Es dauert jetzt Ewigkeiten, bis der tot ist. Aber hey, machen wir. Kein Ding. Ne, kleiner Engel? Ja, wenn du nur das machst, ist das sogar recht angenehm. Muss ich zwar ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich Glück habe, hält die Pretty Fly und mein Bandage Girl das auch noch ab. Dauert überhaupt nicht lange. Boop, boop, boop. Oh. Okay, so macht es diesmal. Okay. Und tschüss. Gib mir meinen Schlüssel. Was kriege ich noch? Oh, Schlüssel. Dankeschön. Sehr gut. Jetzt können wir in den Dingsraum noch rein. Wir müssen uns sogar eine Batterie kaufen. Für den Fall der Fälle. Okay, und dann können wir uns nochmal in den Itemraum schnabulieren. Der Fliege. Toothshot. Ist alles nicht so cool. Aber Toothshot gibt mir wenigstens ein bisschen Damage ab. Manchmal. Und eigentlich will ich Maggies Fate nicht mehr haben. Weil mehr rote Herzen will ich eigentlich schon gar nicht mehr. Weil nur rote Herzen haben ist auch uncool. Curse of the Labyrinth. Okay. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Dankeschön. So, weg. Bomben. Ich brauche gerade Schlüsselspiel. Das wäre ganz cool. Schlüssel würde ich... Oh nein, das ist wieder die Falle. Ach, das ist wieder der Raum mit der Kackfalle. Wo ich immer drauf reinfall. Ein Schlüssel, dankeschön. Ist hier der Geheimraum? Nee. Oh, zwei Schlüssel und dann habe ich einen Haufen Bomben. Ist leider schade, dass ich keinen Haufen Schlüssel überhaupt. Oh Gott. Oh Gott. Kackding. Wollte nicht so nah. Ist hier der Geheimraum? Oh nein, die letzte Bombe. Nein, und dann ist er da nicht mehr. So ein Shit. Oh Gott, was ein Kackraum. Ah. Okay, schade. Ich dachte, ich kriege den Automaten vielleicht noch mitgesprengt. So. Das hat auch ein Kackgegner, ne? So. Der macht die ganze Zeit nichts, aber wenn du ihn anschießt, rastet er aus. So, und jetzt du noch. Was haben wir hier? Kackmasken. Sehr gut. Nein, aus. 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 Dankeschön. Jetzt gehen wir ganz schnell darüber, weil die anderen sind ja da hinten. Ich hoffe, die finden jetzt nicht hier rüber. Weil wenn die sich von den Herzen trennen, ist das immer am idealsten so. Danke, die erste weg. Ah, oh, sehr gut. Hier ist ein Geheimraum, oder? Hier ist ein Geheimraum. Da ist ein Geheimraum. Komm, jetzt sag an, ey. So. Ist hier der Ausgang rechts? Da muss ja ein Ausgang sein. Das ist nämlich einer der... Ja, genau. Der angrenzt an andere Räume.
So, schön draufhalten. Ich habe halt echt immer noch keinen Damage, ne? Das ist echt ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. So, weg. Ich kämpfe mich halt hier gerade so durch mit allen möglichen Tricks. Mal schön weg von mir. Deiner Kacke. Die aus dir rausplatzt. Schlüssel, yay. Bomben würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Ich hasse dich. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Dankeschön, perfekt. Alter, was ein Scheißraum. Nein, 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 nein. Oh, die eine Spinne ist festgebackt. Oh Gott. Oh, Perthro? Ansus. Ansus, okay, geil. Ist ja eine XL, stimmt. Deswegen ist hier auch so eklig nah beieinander liegend. Ganz viele kleine Räume. Wow, ganz viele kleine Räume. Guck mal, wir gehen nämlich völlig falsch. Ja, was heißt völlig falsch? Wir gehen schon irgendwo richtig, weil wir können die ganze Ebene ja erforschen, aber trotzdem. Danke. Aber ich will ja die Itemräume nur haben. Oh, geil, die ist da festgepackt. Das ist ja ideal. Moin. Ich nehme mal das hin, dass du hier hinschießt. Nice. Kannst du jetzt auch hier hinschießen? Grüner? Ja. Die ein bisschen befreit, oder? Aber ist egal. Aber das sind die stressigsten Räume, wo man ständig in Bewegung sein muss, wegen diesen Kackstatuen. So. Die Minecraft-Spitzhacke. Hey. Wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht unbedingt. Gucken wir uns mal, was im anderen Raum ist, an. Oh, nee. Das ist so ein gemeiner Raum. Wo man auch ein bisschen in Bewegung sein muss und aufpassen muss. Und das kann ich doch nicht. Au. Natürlich triffst du mich. Natürlich. Triffst du mich. Schlüssel. Okay. Ah, dass man euch nicht frontal bekämpfen kann. Kann man schon. Wenn man genug Damage machen würde, würde das gehen. Aber ich mache nicht genug Damage. Ah, und dann habt ihr die Fliegen noch um euch herum. Ah, Mann. Dankeschön. Ach, Gott sei Dank. Ein halbes Herz. Hey. Oh nein. Nicht dein Ernst. Oh nein. Oh nein. Okay. Okay, okay. Warte. Einfach YOLOn. So ein bisschen zumindest. Wie schnell die auch wieder ready sind, ne? Ist ja ekelhaft. So. Huch, jetzt kommen die von oben schon runter, weil sie nie abwarten können. Oh Gott. So, was ist hier drin? Ups, Brain. Hä? Nee. Hä? Nee. Muss ich nie haben. Ah, komm schon. Okay. Den können wir mitnehmen. Vielleicht ist hier Goathead drin. Nee, aber ein Haufen Geld und Lack ab. Sehr schön. Und einen müssen wir noch machen. Ich kriege auf jeden Fall noch zwei Aufladungen hin. Zumindest hier unten. Ach ja, wir kriegen noch mehr als eine hin. Also wir kriegen einige Aufladungen noch hin mit der Batterie, weil es ja eine XL-Ebene. Was mich jetzt getroffen hat, war ein bisschen suboptimal, aber hey. So, und dann gucken wir mal, ob wir eins der Items im Itemraum mal zu was cool machen können. Wäre eigentlich nur super. Ich will doch nur gute Items haben. Die Prayer Card. Können wir einmal benutzen. Auch wenn ich gesagt habe, eigentlich will ich nicht mehr rote Herzen. Aber da ich gerade so viele Herzen verloren habe wieder. Kann man das mal mitnehmen. Ach du Scheiße. Spawnen die doch nicht alle dahin und dann auch noch alles Schießende. Oh Gott. So. Okay, Glück gehabt.
Wieso spawnt der gerade so viel? Ich meine, so viel Spawn, mit so viel Spawn meine ich so viel alleine von sich aus. So fliegen. Richtig ätzend. Der Raum ist auch wieder richtig ekelhaft für den. Okay. Einen Shop wollen wir auch nochmal gucken. Oder ich weiß nicht, ob ihr das wollt, aber ich will das. So, mehr Luck heißt übrigens, dass wir öfter mit dem doofen Zahn schießen. Das ist auch super. Oh, eine Batterie. Wir kriegen noch eine Aufladung. Gratis. Sehr schön. So, was mache ich jetzt zuerst? Was ist nerviger? Mein Erzfeind hier oder das Vieh? So. Mein Gott, dass die immer so ausrasten. Hier ist noch eine Batterie. Das heißt, noch eine Aufladung. Wenn wir Glück haben, kriegen wir endlich mal was Gutes aus den alten Räumen. Das sprengen wir mal. Oh Gott, zu viel zu sprengen. So. Nice. Was haben wir hier? Ich weiß leider nicht, ob die Pille da gut oder schlecht war. Können wir auch schon mal sprengen. Hier legen wir auch mal eine Bombe hin. Pandora's Box. Benutzen wir mal direkt. So, warte mal, dann kaufen wir das auch noch. Double your friends. So. Empress ist cool. Die Bombe kann man kaufen. Batterie kann man theoretisch auch kaufen, machen wir aber gleich erst. Hier können wir nämlich auch nochmal rerollen. Aber erstmal machen wir die Aufladung hier fertig. Gott sei Dank ist es ein Raum mit Aufladung. Okay, nice. Ich habe immer noch kein Damage ab. Oder? Ne. Ich laufe immer noch mit 2 Damage rum. Das ist super. Schwarzes Herzchen. Dass ich mit 2 Damage rumlaufe, ist echt super. Ich kriege halt keins. Der Kompass. So. Ich kriege sogar immer noch gratis Aufladungen zusammen. Moment, warum mache ich das? Einmal kriege ich die Batterie auf jeden Fall noch voll. Den Würfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit dem Bossraum da unten und den 4 Räumen daneben. Und je nachdem. Ja. Hat sich das schon mal erledigt? Dann gehen wir jetzt nochmal. Da oben liegt noch eine Batterie. Dann müssen wir hier schon mal nicht mehr hoch. Das ist schon mal sehr cool. Aber ich hätte gerne Damage. Das wäre nett. Und vielleicht 99 Bomben, um hier alles mal wegzusprengen. Das ist ja schlimm. So, und hier war ja auch noch was drin, ne? Piggy Bank. Nee. Muss ich ihn noch nicht haben? Sehe ich jetzt noch keinen Nutzen drin, Geld zu bekommen? Wenn ich Keeper wäre, ja. Aber so. Okay, nice. Bitte dash mich nicht an, Dude. Nein, 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 nein. Nice. Sehr gut. Okay. Ah, Moment, ich kann den Boss nicht machen. Da kommt Mami. Das heißt, ich komme nicht mehr raus. Oh, fuck. Da kommt Mami. Gut, dass ich das nur gemerkt habe. Also ich kann einen machen, aber da oben habe ich ja dann nochmal ein paar Ersatzräumchen, mit denen ich mir dann ebenfalls die Aufladung holen kann. Also 6 Head. Okay. The Fallen. Ach du Scheiße. Aua. Der Zahn macht schon gut Damage, ey. Alter, ich hasse das. Weil sie Fallen kein Damage machen, ist echt Pain in the Ass. Book of Sins. Wow. Da will ich fast das auch noch rerollen. Aber ich habe nicht mehr genug. Hier gibt es noch eine Bombe for free. Ich weiß das genau. So. Ist ja egal, wir haben keinen Deal bekommen. Weil wir zu viel Schaden genommen haben. Oh, können wir auch mal YOLOen.
Ah, hier kann ich mir Bomben holen. Shit, hätte ich das nochmal... Hätte ich das mal bedacht. Oder habe ich das schon wieder vergessen? Zu dir bitte. Danke. So. Battery full. Jetzt ist die Frage, was will ich rerollen? Die Piggy Bank? Ist das Item, was sie vorhin fallen gelassen hat, jetzt immer ein Devil Deal Item, auch wenn ich es rerolle? Oder wie sieht das aus? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ja, ist es. Dankeschön. Endlich habe ich 3 Damage. wisst ihr was? Ich gehe da oben noch den Dings machen. Boss Rush ist eh weg. Den hier. Schade, ich habe gehofft, dass da was Cooles rauskommt. Ein Item. Ein Cat-Item. Ein Guppy-Item. Wäre halt sehr cool gewesen. Leider wurde ich enttäuscht. So alle mal die Köpfe abschießen mindestens, damit die nicht springen. Und welche Hand ist es? Ist es die Totenhand? Es ist die normale Hand. Okay. Immer noch eine? Nee, okay. Und eine Pille und zwar Tearstone. Dankeschön, Spiel. Da gehen wir rein. Kriegen nochmal Herzen. Kriegen Balls of Steel, die benutze ich jetzt nicht. I can see forever. Doch, ich benutze Balls of Steel, damit ich voll bin. Ich verliere eh nur ein halbes Herz jetzt. Die I can see forever benutzen wir im nächsten Dingsy. Ah, ist das ein Scheiß, ey. Na gut. Oh, es ist die rote Mami. Ist das nicht die, ich kicke immer Mami? Ekelhaft. Ich hab doch kein Damage, ey. Es dauert doch jetzt Ewigkeiten. Mann. Komm schon. Ganz viele Zähne, bitte. Immer kommt der Zahn, wenn sie nicht mehr da ist. Isaac. Aua, ich bin dumm. Dann bin ich in die Richtung gelaufen. Da war ein Zahn. Ich hab ihn gesehen. Komm schon. Komm. Oh, Zahn. Oh, 2 Zähne. Ich krieg viel zu viel Damage. Das war gut. Das war sehr gut. Nice. Kein Deal, war klar. Okay. Ach, so ein Scheiß. Ich will doch nur zu Mega-Satan. Okay, da oben ist ein Boss. So, da gehen wir mal hin. Ein blaues Herz hat sich das sogar gelohnt. I can see forever. Moment, müssen wir noch benutzen. Nein, geh mal weg mit der Scheiße. Du hörst zu schießen. So haut denn der so krass ab? Ist ja richtig crazy. So. Ah. Question marks. Ah, das zählt schon. Dann hätte ich es eventuell nicht gemacht. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Batterie hier. Können wir wenigstens das Boss-Item rerollen, was wir kriegen. Oder wenn wir Bobs Brain nochmal kriegen. Oder Bobs Head. Oder so. Wenn wir Schaden kriegen, haben wir noch ein blaues Herz hier liegen. Was ich wahrscheinlich eh nie holen werde. Nice. Es kommt eine Rau. Oh, es war so klar, dass sie kommt. Alter, wie viele willst du denn noch spawnen? Ah, scheiße. Verschenkte Bombe. Oh, das Goldherz. So. Nicht die Batterie sammeln, das wäre ganz wichtig. Wäre nämlich verschenkte Energie, die wir hier haben. Aber das Goldherz nehmen wir mal mit. Es wäre so cool, wenn das Goldherz unendlich Leben geben würde in der Ebene. Dafür kommt es halt so oft. Oh.
Was ein gemeiner Raum. Oh, Sloth, okay. Der droppt uns, glaube ich, nichts Cooles. Und tschüss. Oh, den Krähenfuß. Doch, der ist ganz cool. Ah, okay, ich habe es gemerkt. Und es reicht, okay. Ah, nein. I can see forever habe ich. Das heißt, ich sehe die Geheimräume. Sehr praktisch auf jeden Fall. Ist hier ein Kreuzsteinchen? Oh, noch eine Aufladung. Cool. Hier ist kein Geheimraum. Okay. Nicht einkesseln lassen von den scheiß Viechern. Ach, was? Hä? Haben wir Maze? Ja. Oh, toll. Da denke ich doch nicht dran. Von wie gemein ist das bitte? Dass er genau den Raum dahin packt. Wow. Poison. Das ist natürlich auch cool. So ein paar Poison-Shots verschotten. Ja, jetzt kommen die natürlich alle hier lang. Jetzt muss ich aufpassen. Oh nein, mein Geld. Mein Geld. Kein Lack ab raus, Mann. Geh weg. Ich brauche immer noch Damage. Ich habe kein Damage. Ich quäl mich hier durch. So kann ich Megasatan nicht machen. Obwohl Megasatan erklärt sich dann eh in der Chest. Wichtig ist erstmal, dass ich die Kack-Schlüsselteile kriege. Also einen habe ich ja schon, aber dass ich dann den anderen auch noch kriege. Das wäre wichtig. Ich habe halt immer noch nur 3 Damage. Und muss hoffen, dass da so ein Kackzahn rauskommt, damit ich überhaupt mehr Damage mache. Aber eine Range habe ich, eine gute. Range ist gut. Wenigstens etwas. Okay. Wie auch immer diese abgebissenen Köpfe wissen, wo ich bin. Hallo? Habt ihr keinen Bock? Kein Bock zu kommen. Was ist denn mit euch? Hallo, stirb mal. Gut. Du explodierst. Oh Mann. Ja, jetzt kommt der Vogel, weißt du? So, eine Bombe. Oh. Ich mach doch kein Damage für die Dinger. Ich hab viel zu viel. Ihr auch. Was? Ach, du bist bestimmt ein Champion, ne? Deswegen hältst du so viel aus. Ja, du bist auch größer. Ja, du bist ein größerer. Okay. Wo ist ein anderer Geheimraum? Okay, das ist okay. Die machen nicht so viel Stress. Die verfolgen mich nicht. Die schießen einfach nur ihr Leben. Lang rum. Kein Ding. So, hier kommt der Bossraum gleich. Wo ich echt schnell rein muss, damit ich die ganzen Aufladungen gleich nutzen kann. Und eventuell mal einen Devil-Deal, Angel-Deal kriege. Wo kommst du denn her? Hast du den gespawnt? Ich hab's dir noch nicht mitbekommen. Oh, hier, okay. Hier ist wenigstens der Geheimraum. Empress haben wir noch am Start, das heißt, wir machen wenigstens ein bisschen mehr Damage beim Boss. Okay, gut. Nice, okay. Das ist ein Raum, der gut sein könnte. Infested, infested. Infested. Amnesia. Holz of Steel. So. Ah, scheiße. Fuck you. Eigentlich hätte ich die Karte jetzt nicht gebraucht. Eigentlich hätte ich sie nicht gebraucht. So. Aua. Aua. Oh, ich habe die Spinne nicht gesehen. Ja, das ist übrigens gut. Hm. Bleib's offen, okay. Frage ist, ob er offen bleibt. Ach Mann, wieso packst du mir den Raum denn immer direkt vor die Füße, Spiel? What the fuck? Das ist doch schon Absicht. Das kann doch nicht mehr random sein. Immer der Raum. Kann nicht sein, dass es genau der Raum ist, der immer bewegt wird. Ich hasse Maze, ey. Maze ist so ein Abfuck-Curse. Gott, ey. So,
So, du bist weg. Wo ist der andere? Da. Ich weiß nicht, warum ich das hier tue. Aber ich tue es einfach und mache die Ebene noch ein bisschen. Vielleicht kriege ich was zum Rerollen. Das ist halt das. Ich habe ein paar Rerolls hier. Und die Spinne war gut. Die habe ich jetzt halt mitgenommen. Die Spinne, die Spritze. Halt auch immer noch kein Damage abgegeben, aber Wayne. So. Eigentlich sind das hier ja auch Bosse. Warum die Energie dazu nicht zählt, weiß ich auch nicht. So. Und vielleicht haben wir einen Curse Room hier. Also so einen Opferungsraum. Kann ich die Gegner da nicht verbuggen da oben, wenn ich den da gleich reindrücke? Wenn ich den jetzt hier so reindrücke. Ah ne, dann verbuggen die nicht, okay. Moment, wir klären das gleich. Hast du einen Tränen auf? Nee, okay. So. Oh, was ein hässlicher Raum. Oh, du bist weg. Du auch bitte? Okay. So, wir haben anscheinend keinen Opferungsraum. Okay. Wir haben aber da oben noch ein blaues Herz liegen. Das könnte man ja mitnehmen. Wir haben ja Zeit. Muss nur aufpassen, dass mir das doofe Maze nicht wieder diesen Raum vor die Füße legt. So. Ich glaube, die Poison Shots bringen mir schon fast mehr. Da lang. Das ist immer, wenn man auf die Map guckt und dann läuft, dann passiert sowas. Da ist er wieder. Oh, ich meine, der lag vorhin hier schon. Aber dass der hier immer noch liegt, ist echt ätzend. Nee. Amnesia will ich nicht. Der ist immer noch offen. Ah. Ich will ihn nicht nehmen. Ich will ihn nicht. Arcadi. Das ist eine Amnesia. Die will ich eigentlich nicht. Nee. Habe ich mir nämlich gemerkt. Ja. Ich weiß das. Sehr gut. So, das ist eine Sammelmünzen und du kriegst Keys. Münze, die will ich, glaube ich, nicht nehmen. Cool. Money, money, money. Das war unfair. In der Isaac World. So, du bist vergiftet und stirbst da dran. Sehr gut. Nein, nein, nein. Oh Gott. War nämlich vergiftet. Irgendwann wäre sie von alleine explodiert. Komme, was da wolle. So, zack. Was haben wir hier? Nicht so geil. Juhu, du bist vergiftet. Nein, niemals. Der hat da oben an die Wände Kacke-Scheißflecken gemacht. Genau das hat er gemacht. Okay, zack. Okay, hier ist schon mal nichts für uns. Uncool. Den machen wir jetzt ganz schnell. Weil das ist die einzige Gefahr hier im Raum. Die anderen sind ungefährlich. Wenn man dir nicht zu nahe kommt. Yay, Baby, stirbst du jetzt direkt? Nee, okay, dann nicht. Oh, stressig. So. Damit hat er nicht gerechnet. Empress ist gut. Empress ist gut. Fion ist sehr gut. Oh, der war schön, der Zahn. Der war schön. Ein guter Schaden-Schuss. Oh, ein Dings. Eine Batterie. Die wollen wir auch ganz schnell weg haben. Auch auf Entfernung. Ach du großer Gott. Da kriegt er jetzt wieder auf den Sack von dem Auge. Ja, sag ich doch. Weil ich an das Kackauge nicht rankomme, weil ich kein Damage mache. Da spawn du nur.
Okay. Nice Shot. Das waren echt zwei gute Schüsse. So. Gucken wir mal, ob hier ein Geheimraum ist. Oder hier. Natürlich nicht. Zumindest das ist Mami. Weißt du, ich habe ja an sich nichts gegen Mami. Ach du Scheiße. Ach, natürlich. Aber. So, ohne Damage macht die überhaupt keinen Bock. Da kann ich jetzt ein paar blaue Herzen bekommen. Oder ein cooles Trinket, aber. Ich würde sogar das Curved Horn, da würde ich mich sehr drüber freuen. Na? Damit könnten wir eher ein Angel Deal bekommen. Temperance, aha. Alles nicht so cool. Du darfst mir auch Sachen geben, wenn ich dafür bezahle. Noch eine Karte. The World, okay. Gibt's hier noch ein Sacrifice Room, ist die Frage. Wenn ich kann hier was rerollen, indem ich hier die Kugel gleich rauskriege. Ich spiele jetzt einfach, bis der kaputt geht. Und ich hoffe, dass die Kugel rauskommt. Ich meine, Luck hätte ich. Ein bisschen. Ansus, okay. Nochmal The World im Grunde. Macht das denn mehr? Nee. Die Feder. The Sun, was ist das? Perthrow. Mal ein Reroll. Komm schon. Alter, du hast so viele Münzen gefressen, ne? Empress, ja, das brauche ich. Ich komme später wieder. Da ist kein Geheimraum. Ich möchte mal gucken. Oh Gott. Ob hier ein Opferungsraum ist, ist leider nicht. Schade, schade. Okay. Wir haben keine Opferungsräume. Also ich sehe sie ja bisher nicht. Und jede Münze, die wir bekommen, könnte heißen, dass wir nochmal Chancen auf diese Zauberkugel bekommen. Hier ist noch ein Dings. Ach, verdammt. Es wäre so cool gewesen. Ach, den anderen Raum habe ich ja schon. Stimmt, den anderen Geheimraum. Wäre so cool gewesen, wenn da jetzt die Dings rausgekommen wäre, der Goathead. Oder Cricket's Head. Ein richtig geiles Damage ab. Aber nein. Ich hätte mich sogar schon über einen Goathead gefreut. Der gar kein Damage abmacht. Aber über den hätte ich mich gefreut. Jetzt hängen sie da unten zusammen rum, ey. Ist ja unglaublich. Wo bist du? Da. Okay, noch eine Münze. Hier habe ich schon alles zerstört, ne? Ja. Okay. Hier, das können wir noch machen. Oh, da ist sogar noch gut Asche drin. Nice. Nice. Müssen wir uns jetzt ein bisschen durchquälen hier. Aber wenn es solche Gegner sind, geht's ja noch. Dann dürfte gleich noch Monster kommen. Das dürfte der nervigste sein. Oder die Raupe. Die Raupe geht ja noch. So, je nachdem, wenn das nicht die schnelle Raupe ist, geht's eher. Gibt ja noch diese schnelle Version. Also ein Loki, ja, geht ja auch noch. Ist nervig, aber geht. Muss man nämlich ein bisschen aufpassen, das ist immer ätzend. So. Wenn er nicht immer verschwinden würde, weil er gefiert ist. So. Wenn wir die Fliegen eher bei ihm kaputt kriegen würden, wäre das noch cooler. So. Jetzt kommt die Raupe Donner. Huch, die kam ja voll rausgeschossen, die Raupe da. So, machen wir ein bisschen so. Eine Bombe geopfert. Geht klar. Und wir kriegen nichts. Okay, aber wir haben ja nochmal 10 Münzen bekommen. Hier liegt noch eine Batterie für den Fall der Fälle.
Wo war das? Da oben. So, jetzt gib mir was. Also gib mir die Zauberkugel. Ich will sie rerollen. Komm schon. Jetzt mach doch. Okay, wir wollen als Trinket erstmal das behalten. Wir haben The Sun. Jetzt kriege ich Luck ab. Okay, cool. Wir nehmen Empress mit. Für ein bisschen Damage. Wie viel Damage macht man denn dann so? Oh, das Doppelte fast. Okay, cool. Aua. Uncool. So. Schön mit dem Zahn abwerfen. Geil. Oh Gott, mach doch nicht so viele davon. Was ist denn da los? Sehr gut. Ist mal gut, dass Mami ihre eigenen Monster kaputt macht. Beim Zahn macht sie immer Aua-Geräusche. Oh Gott, ich hasse die Spinnen ja so hart, ne? Gerade hier beim Marmkampf sind die richtig ätzend. Weil irgendeine Spinne trifft einen immer, aber heute mal nicht. Cool. Jetzt trifft sie mich aber. Nein, doch nicht. Okay. Einfach noch ein bisschen drauf achten, dass immer was vorne ist, was die Träne abfangen kann. So. Kein Deal. Scheiße. Das ist so kacke. Ich schieb's dieses Mal echt auf den Damage ab. Dass ich, da ich das Damage ab nicht bekommen habe, dass ich deswegen. Ja, jetzt brauche ich das eine Trinket hier auch nicht mehr. Gib mir die Poison Shots. Schieb's echt auf Damage ab, weil ich wegen dem Damage ab so ein hartes Leben geführt habe hier. Mann, ich hoffe, es ist wieder ein Sacrifice Room vorhanden. Wie in dem letzten Run, wo wir ihn nicht gebraucht haben. Und auf die Karte gucken. Ja. Ist es. Okay, cool. Wir gehen hoch. Das heißt, es ist noch möglich. Es ist möglich, es zu schaffen. Und hier ist eine Sackgasse. WTF. Was soll das denn? Meine Zahnshots sind, ey. Wie viel? Vier Luck-Up ist immer gut, weil da kriegt man immer noch mit viel Glück viele Kisten. Also mit weniger viel Glück. Also, man braucht nicht so viel Glück. In echt. Damit man da Kisten bekommt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, je höher das Luck in Isaac, umso weniger Luck in Real Life braucht ihr, um Kisten rauszubekommen in der Chest. Und das ist ja immer das Interessanteste noch. Herzen? Nee, Spinnen, okay. Muss ich tatsächlich hier lang? Nicht springen, scheiße. Spring doch nicht. Das ist uncool. Schön vergiften. So, mach deinen Brimstone. Komm, mach ihn. Kann man dich nicht mehr so verbuggen, dass du das die ganze Zeit machst? Haben sie das gepatcht? Eigentlich müsstest du das noch machen. Oder? Dann nicht. Münze. Alter, aua. Das tut weh. Komm, mach erst einen weg, ey. Alter, ich habe kein Geld mehr. Ich meine, ich hatte eh nichts mehr, weil ich da alles gerade in den Kasten geworfen habe. Der mir nichts rausgegeben hat im Ende. Die Purseball konnte ich nicht gebrauchen. Ich kann ja eh rerollen, weil ich den Kackwürfel immer noch habe. Weil ich nichts Tolles bekommen habe. Oh, stirbt doch mal einer. Ist es denn wahr? Dankeschön. Jetzt darfst du auch drauf. Hallo. Danke. Fast so in die Stacheln gerannt jetzt. Ist hier ein Geheimraum? Nein. Okay. Oh, nee. Hallo, Death. Das ist Death. Okay. Das ist Death. Death ist uncool. Death ist anstrengend. Keiner mag Death. Deswegen
schickt Dev auch immer sein Pferdchen los, um seine Drecksarbeit nicht selbst erledigen zu müssen. Und den da hätte ich fast nicht gesehen. Sehr gut. Ist er jetzt tot? Ich glaube schon. Nee, er lebt noch. Also seine Lebensanzeige war schon weg. Da ist noch einer. Die sieht man kaum zwischen den ganzen weißen Köpfen hier. Ach, Pferdchen ist noch da. Hey, eine Batterie, die ich nie gebrauchen werde. So. Das muss ich jetzt tun. Ich hoffe, es geht schnell. Was ist das? Bad guess, okay. Wie viel bläst? So. Ist ja schön, dass ich gebläst bin. Das ist gemein. Nice, okay, da ist er. Da ist er, der Dude. Da ist er. Mein Angel-Dude. Mal keinen Scheiß hier. Ging ja recht schnell. Oh, fuck. Das war's noch nicht? Ich dachte, der käme jetzt sofort. Das ist Money. Ah, das ist bestimmt, weil ich den schon hatte. Ja. Da, den habe ich noch nicht. Aua. Aua. Nicht cool. Oh, ich hasse diese kleinen Räume. Aua. So viele Herzen wollte ich jetzt nicht mal verschwenden. Hallo. Ah. Oh, ist das uncool mit dir. In diesem engen Raum. Halt die Fresse, Engel. Da ist er. Oh Gott, da ist er. Hey, wir dürfen gegen Super Satan kämpfen. Oh mein Gott. I have to. I have to. Es ist gut. Es ist kein Damage. Also doch, es ist Damage. Es ist unser weniger Damage schneller rausgehauen. Hab ich ja schon erklärt. Fire Rate und Tears Up ist immer ein gutes Damage. Up. Auch wenn nicht direkt Damage dran steht. Aber indirekt ist es ein Damage Up. Damage pro Sekunde. Unser Damage pro Sekunde wird erhöht. So. Außerdem mag ich diesen Pilz. Er ist cool. Den mochte ich von Anfang an schon. So. Zack, zack, zack. Monster down. Monster down. Zack, zack. Oh, die sind ja auch kein Ding. Oh, und ich renne rein. Gut. Aber ich bin gerade ein bisschen happy, dass ich den Schlüssel habe. Und wenigstens jetzt Satan versuchen kann. Wahrscheinlich kriegen wir in der Chest nur Schrott. Und das wird ein richtig schlechter Run am Ende. Aber egal. Dann ist dem halt so. Dann stirbt dieses Kackpferd. Oder der Kopf, ist mir egal. Ich kann immer noch nicht fliegen, das stört mich auch ein bisschen. Das heißt immer noch nicht fliegen. Ich kann in Isaac Rebirth, Afterbirth, seitdem es Afterbirth gibt, kann man eh nie fliegen. Es ist eh verboten, in Afterbirth fliegen zu können. Da muss man schon Guppy anpeilen. Und Guppy kriegt man auch so selten. Oder man kriegt dieses doofe Pferd, womit man fliegen kann. So selbst fliegen ist immer nur Fate. Was man immer nur in diesen Challenge-Room kriegt. Gerade so vielleicht auch mal. Und hier kriege ich nur eine Trollbombe. Sehr nett. Nice ist es nicht, aber nett auch nicht. Egal. Hier haben wir noch eine Aufladung. Lol. Okay, nehmen wir mit. Kein Problem mit. Machen wir damit mehr Damage? Es wirkt immer so, aber ich glaube, es ist nicht so. So. Haben wir nochmal eine Münze. Okay, jetzt gehen wir hier straight nach links zum Boss. Es ist so gut, dass ich die Popular Duplex mitgenommen habe. Weil ich damit diese Transcendent Tears habe. Alter, wie viel willst du denn noch machen? Alter! Gehst du mir auf den Sack? Hallo? Hör mal auf. Alter. Jetzt macht das... Aua, jetzt macht das zum Glück nicht mehr. Jetzt spawnt er nur noch Schrott. Oh, der spawnt ja nur. Oh mein Gott, was du nervig.
Ich hätte gern blaue Herzen. Und Luck-Ups. Oh, geh weg. Muss aufpassen, wenn der eine Dude wieder zu Besinnung kommt, dann kommt er wieder. Genau, da kommt er nämlich. So. Ach nein, das ist wirklich die drei Fragezeichen. Ja. Uncool. Hätte ich nicht so gern gehabt. Okay. Ah, nein. Nicht nehmen. Ich habe kaum Schlüssel. Fällt mir gerade so auf. Ich habe The Sun. Für den Notfall habe ich The Sun. Die Perle wollen wir nicht aufheben. Ja, die können wir noch machen. Die sind ja nicht so schwer. Außer die Fliege, die nervt hart. Da haben wir eine Pille. Was? Eine Balls aus dir. Genau. Da war ich mir nämlich gerade nicht sicher. Okay, zweite Chance für dich, dass du mir die doofe Glaskugel rauswirfst hier. Die doofe Wahrsagerkugel. Mein Gott, ich habe den Namen vergessen. Gib mal her. Jetzt gibt er mir gar nichts mehr. Ich habe 4 Luck. Komm, du musst mir Sachen rausgeben. Nix macht da. Wow. Okay, wir gehen. Mal hier rein. Wegen uns im Kreis. Wenn du gefiert bist, weiß ich gerade nicht, ob du mir wehtust. Bin mir ziemlich unsicher. Nee, anscheinend tritt er nur an mir. Okay. Scheint ihn nicht zu jucken. Ja, ja, mach halt nochmal. Ist okay. Oh, gehst du mir auf den Sack. Ich brauche echte Matchup. Das ist richtig schlimm. Okay, wir haben beide Geheimräume. Wir hätten noch eine Batterieaufladung gehabt, wenn er uns die Kugel rausge... Ach, Moment. Ich habe doch das. Ich habe mehrere Batterien hier. Ja, gut. Schmeiß mich halt raus. Warte mal, hier habe ich noch eine Batterie. Ich kann doch rerollen. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich sehe das gerade so auf der Map, das gelbe Sternchen. Und ich denke mir so, oh. Nein. Wow. Spiel. Fast hätte es mich gehabt, ey. Fast hätte mich das Spiel gekriegt. Wäre ich fast reingerannt, weil ich nicht hingeguckt habe. Weil ich mir dachte so, wow, danke. Das war schneller jetzt. Das war gut. Aber Räume mit Stacheln, die er mir jetzt vor die Füße legen kann? Ich glaube nicht. Satanic Bible. Die können wir einmal aufheben. Kriegen wir einmal ein Herzchen. Hier können wir einmal nochmal Münzen sammeln. Oder vielleicht auch eine Batterie. Mit ein bisschen Glück. Das wäre ja was. So. Nee. Oh, Kacke. Das ist jetzt ein unangenehmer Raum. Nice. Aber du könntest eine Batterie verlieren, der gelbe hier. Ich glaube, der ist nicht so gelb, dass das eine Batterie wird, sondern eine Münze. Oder? Wird das eine Münze? Es wird allgemein eine Münze. Okay. Egal. Hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Wir haben nochmal ein schwarzes Herzchen bekommen. So, dann machen wir jetzt Isaac. Wo ich aufpassen muss, dass ich die Tränen nicht übersehe. In den Münzen, da übersieht man die so leicht. Noch keine Münze gedroppt. Ich bin enttäuscht. Das passiert das immer sehr oft. Oh Gott. Oh Gott, das war nicht cool. Oh, da kam der Zahn. Oh, da kam die nächste Münze. So. Zack, zack, zack. Nein, aus. Aus. Oh Gott, wie viele Angels spawnst du denn? Ey, wie viele Angels spawnt der? Das ist, weil ich keinen Damage mache. Das ist richtig ekelhaft. Ich hätte The Sun zum Heilen, zum Notheilen. Ich benutze The Sun einfach zur Notheilung.
So. Alles klar. Schön Damage machen. Schön Damage drücken. Wow. Okay, wieder hier lang. So, Isaac. Jetzt stirb mal schneller. Aua, was hat mich getroffen? Ach, seine Tränen, die ich wieder nicht gesehen habe. Nein! Musste ich die Münze natürlich jetzt unbedingt holen. Die musste ich jetzt haben. Okay, von da. So. Oh, gleich haben wir's. Können wir endlich in den angenehmen Teil, in die Chest. Obwohl, so angenehm wird er am Anfang nicht, weil wir nichts haben. Außer die ersten vier Kisten sind gut. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Au. Au. Bei mir jetzt aber dumm treffen lassen am Ende. Okay. So. Umbo. Daddy Longlegs. Explosionen. So, warte mal. Das und das nehmen wir mit. Umbo will ich nicht. Obwohl Bumbo könnte mir helfen. Umbo könnte von Vorteil sein. Denn wir droppen ja ganz oft Münzen durch den Schuss. Aber eigentlich ist Bumbo... Ah, Bumbo brauche ich eigentlich nicht für Satan, weil bei Mega-Satan kann Bumbo nichts machen. Deswegen rerollen wir das einfach. Und hoffe einfach, dass die Pennies für mich irgendwie meinen Luck abgeben. Das ist Mums Rick. Die nehmen wir mit. Wir haben, glaube ich, immer noch diese Fliege, ne? Wir haben nicht irgendwann diese blaue Fliege gesammelt. Genau, die uns Giants, Flies und Spiders gibt. The Sun würde die Map aufdecken. Das wäre auch mal ganz praktisch. Aber ich überlege gerade, ob sich das auch wirklich lohnt, wenn ich das jetzt schon mache. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der hat eine Spinne gekillt. Sehr nice. Ihr seid easy gemacht. So. Dann gehen wir mal zurück. Rerollen. Book of Revelations. Das ist cool. Das Demon Baby ist nicht so cool. Brauche ich nicht. Wow, was ein Schuss. Crazy Pestilence. Crazy. Der war richtig kross. Also das war ein Schuss, mit dem habe ich nicht gerechnet. Der war richtig weit. So. Gib mir doch mal Luck-Up-Münzen. Mann. Wäre so schön. Einfach reinhalten. So. Muss ich schön auf die Dings achten. Auf die Batterieaufladung. Friendzone, Friendly Fly. Okay, die nehmen wir nochmal mit. Vielleicht kriegen wir noch eine Fliegenverwandlung. Belzebub, dann fliegen wir wenigstens. Ja, in manchen Lebenslagen ganz praktisch. Boah, warte mal. Einfach mal alle verkleinern hier. So. Dann habe ich dann die Map. Habe ich dann auch Geheimräume? Jawohl, einen zumindest. So. Oh mein Gott. Oh, ist das anstrengend. Ich mache halt kein Damage. Ich wiederhole, ich mache kein Damage. Ich mache immer noch 3 Damage. Muss man sich mal geben. Da kam eine Trollbombe. Ich bin begeistert. Eigentlich ja nicht, aber... Hm. Oh, 3-mal Loki. Ich könnte aus den gespawnten Dingern auch einfach keine Glückspennies rauskommen hier. Weiß es nicht. Warum muss ich die Pennies ja während des Kampfes auch sagen, weil wenn da doch mal ein Lucky Penny rauskommt, wäre das ja praktisch, wenn das während des Kampfes passiert und sich nach dem Kampf dann entscheidet, dass ich doch noch eine Kiste kriege. Okay, wir haben hier einfach nur Greed. Ah. Okay. Weil eine Steam Cell brauche ich nicht. Als Steam Salo brauche ich nicht. Aber eigentlich hätte ich die Aufladung für Dings benutzen sollen, für den Hauptraum. Aber wir kriegen ja locker noch eine zusammen. Komm. So.
Alter. Ich wollte gerade sagen, verrecke ruhig. Überlebt man nicht so lang. Die teilen sich die AP schön brüderlich, halbe halbe. So. Sehr gut. Ach du großer Gott. Hilfe! Oh, sind da Spinnen reingegangen in die andere Spinne? Sonst wäre die doch nicht sofort gestorben, oder? Nix. Wow. Oh nein. Nice, Daddy Longlegs. Daddy Longlegs ist so ein gutes Item. Nice, Kohle. Die ich nicht brauche. Brauche kein Geld mehr. Oh, warte mal, die müssen weg hier. Die Kleinen, die nerven nur. Eieieiei. So. Also die Chance, dass ein Glückspenny spawnt, wird, glaube ich, mit je mehr Luck man hat, umso mehr Luck man hat, umso geringer wird die Chance, glaube ich. Auch nicht so. Knorke. Oh, ihr beiden. Oh, ihr beiden. Gott sei Dank nicht so viel AP. Ah, noch ein Item, was man rerollen könnte. Noch ein Item, was man rerollen könnte. Piercing Shots sind cool. Die nehmen wir mal. Nice. Okay, kein Runenraum. Explosive Diarrhea. One makes you small. Addicted. Bad gas. Okay. Eins oder. Oh, ich krieg noch genau eine Aufladung. Gott sei Dank. Ich hatte gerade kurz Angst, dass ich die im Hauptraum nicht nochmal rerollen kann, weil das ja zwei Stück sind. Außer natürlich. Oh Gott, der hat mich getroffen. Außer natürlich, da sind leere Räume bei. Was richtig uncool wäre. Ist weg. Zum Glück kriege ich den immer als pinke Version im Doppel. Das ist noch ein Fliegen-Item. Belzebub. Magst du fliegen? Okay, cool. Das ist doch mal was. Aber schön mit der Fliege gedamaged hier. Aua. Wie viel AP hat der denn? Ich habe den noch voll mit der Fliege gemacht. Oh, wieso kommt der denn jetzt von da? Okay, ich habe drei Herzen für Mega-Satan. Das wird ja was, wa? Ich glaube, wenn der Batterie fällt, sollte ich die lieber benutzen, um mir blaue Herzen zu geben. Weiß ja nicht. Oh, zwei davon. So. Lazarus Rex. Wenn ich sterbe, machen wir das wenigstens mit Lazarus zu Ende. Wo Lazarus ja alles schon hat. Wahrscheinlich genau aus dem Grund. Okay. Er hat sein Fältchen verloren. Okay, wir haben die Aufladung. Okay, warte mal. Ich muss zurück. Faith Up. Gibt uns gut blaue Herzen. Oh, das gibt uns auch blaue Herzen hier. Wenn die mal sterben. Und ich nicht. Ach, komm jetzt. Reicht auch. Reicht jetzt auch mit getroffen werden. Oh, Wackman. Wackman. Oh, wann kommt da eine Trollbombe? Warum hat die mich verfolgt? Das ist noch schlimmer. Normalerweise tun die das doch nicht. Okay, wir haben alles. Auf zu Le Mega Satan. Nehmen wir das noch mit. Was haben wir hier noch gehabt? Warte mal. Das Book. Was hatten wir denn noch? Kann vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Nehmen wir das noch mit. Das auch noch mit. Kein Damage ab, aber wir, hey, Range ist. Wow. Meine Range ist großartig. Na dann. Isaac. Und Attack. Okay. Er haut hier direkt auf die Kacke mit seinen Tränen.
Alter, das ist gemein. Oh Gott. Da konnte ich jetzt gar nichts gegen machen. Achso, seine Hände werden gerade davon angezogen, von den Tränen. Sehr geil. Hui, was bist du denn hier? So. Hey, ich habe 99 Münzen. Ich kann mir davon nichts kaufen. Schön, wie die rumspinnen. Ja, nicht klarkommen. So. Aua, ich wurde auch getroffen. Das ist uncool. Alter! Hör mal auf, die zu spawnen. Fängst du damit? Alter! Die Erde alles spawnt da hinten. Hör mal auf. Hallo, wie viel HP hast du denn? Mein Gott, dass ich kein Damage habe, ist so ungesund. Ah, ich wusste es doch. Ich hab's doch gesehen. Guck mal, wie seine Hände einfach keinen Damage nehmen. Guck mal, wie seine Hände keinen Damage nehmen. Jetzt geht's. Oh Gott, und jetzt er. Aber nice. Hat gut geklappt. So. Genau, weg von mir. Die Münzen sammeln, die wir hier verlieren. Ach du Scheiße. Explosionsschaden bin ich ja geschützt. Von daher kannst du mich mal. Nice. Alter. Zählt das auch als Explosionsschaden? Ja, zählt es. Ich weiß, er kann mir nichts. So, schön draufhalten. Ich weiß nicht, wie das mit direkten Schaden ist. So, jetzt kommen die Angels. Deine Hand können wir gerade nicht machen. Okay. Oh Gott, ist das gefährlich. Wenn man ihn noch bewegen kann danach. Nein, aus. Daddy Longnecks, tu mal deine Sachen hier. Oh Gott. Ey. Ganz uncool. Das ist ganz uncool, was hier passiert. Ja, das kann mir ja nichts. Oh Gott, Glück gehabt. Hab ich nicht mitbekommen. So, jetzt aber, komm. Okay, jetzt rastet er so aus. Oh, gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Phase so schnell schaffen. Jetzt die schlimmere Phase. Oh, das ist echt eklig. Was ist das denn? Das sind Tränen, die habe ich so noch nie gehabt. Oh Gott. Kann er so eigentlich den Mega-Brimstone noch? Ich habe zum Glück ganz viele Fliegen, die einiges abhalten. Das ist eklig. Die Flammen. Ich sehe nichts. Oh Gott. Das ist auch eklig. Nicht getroffen werden. Okay. Wurde irgendwie nicht getroffen. Aber ich glaube, wir schaffen das. Oh, bitte lass es uns schaffen. Nicht ein Damage abgehabt in der Runde. Okay, eins hatten wir. Eins. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Mit 3 Damage. Oh mein Gott. Buddy Baby, has appeared in the basement. Cry Baby. Oh mein Gott. Guckt euch an. Jetzt fehlt nur noch Eve von den normalen Charakteren und ihn. Okay, wir sehen uns im nächsten Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Bis dahin. Ciao, ciao.